So, ich wollte es euch immer mal zeigen. Ihr kennt doch diesen PvP-Ruf. Also der Grind hier mit dem Ehresystem. Und hier gibt es doch diesen Fall ruchlose Morde. Dishonorable Kill. Und das ist der einzige Weg, das wurde alles andere entfernt, es ist der einzige Weg in Vanilla Classic SOD, seinen Rang zu verlieren. Right? Und diesen Dishonorable Kill kriegt ihr, wenn ihr Zivilians tötet, als Zivilisten. Die sind immer so im Weiß, als Target, und haben unten rechts im Tooltip Zivilist drauf. Und wenn ihr die tötet, wie den hier zum Beispiel, verliert ihr euren Ruf hier. Ja, wenn ich den jetzt töte, kriege ich einen DK. Und mein Ruf geht einen runter. Ja, du verlierst dann ein kleines Stück von deinem Balken. Normalerweise gibt es nämlich Balken und du hast kriegst immer so Teilsprünge. Aktuell gibt es sie aber noch nicht. Und dadurch könnt ihr euren Rang verlieren. Deswegen müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr niemals, niemals Civilians tötet. Oder ihr dürft auch nicht in der Gruppe sein, die Civilians tötet. Wenn ihr jetzt Horde seid zum Beispiel, wollt ihr Zora machen mit dem Event, right? Und ihr rennt alle rüber vom Flugpunkt und auf dem Weg tötet jemand das Ding hier, dann kriegen alle einen DK. Also müsst ihr wirklich aufpassen. Und diese DKs, also ruchlose Morde, stehen by the way immer hier drinnen. Die gehen nie mehr weg. Und ihr verliert, wie gesagt, ein Stück von eurem Rang. Das müsst ihr dann wieder pro Woche zurückgrinden. Deswegen unbedingt aufpassen, ja, wenn ihr Städte-Raids macht, nach Stormwind geht oder irgendwie Open-World-PvP macht mit Kollegen, unbedingt aufpassen, dass ihr nicht irgendwie Zivilisten tötet. Der einzige Weg, wie ihr einen Rang verlieren könnt in dem Game hier.